Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 9 Minibron auf der 9 Minibron Karte. Wer hätte es mal wieder gedacht, wir sind wieder am Start und zwar richtig gediegen. Ja, ich bin ganz ehrlich, Freunde, ich habe keine Ahnung, was ansteht, was wir machen müssen, ob wir überhaupt irgendwas machen müssen. Ja. Ich weiß es nicht. Kurz gucken, ob die Wasser brauchen. Nö, passt noch. Nee, Real Talk jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Geerntet. Ich bin jetzt gespannt, ob das nachwächst, Freunde. Weil es steht zwar abgeerntet da, aber Ackergras könnte ja nachwachsen. Deswegen glaube ich nämlich, dass wir fertig sind. Mit allem. Hätten wir Lohndreschaufträge? Ne, haben wir auch nichts. Deswegen. Den lassen wir da drin. Das heißt, den bauen wir jetzt schnell auseinander. Und dann stellen wir ihn in die Halle und dann würde ich mal sagen, spulen wir mal vor. Dann spulen wir wirklich mal vor. Da. Da sagst du, dann spulen wir jetzt echt mal vor, weil ich habe keine Ahnung, was jetzt noch ansteht. Weil das Einzige, was ich euch jetzt sagen könnte noch, boah, es gibt gerade ein bisschen Einbrüche, oder? Es leckt gerade wieder ein bisschen. Das Einzige, was ich euch jetzt noch sagen könnte, wäre, dass wir Lohndreschen machen oder irgendwas in die Richtung. Aber jetzt spulen wir erstmal, schauen mal, ob Ackergras nachwächst. Wenn nicht, können wir da auf jeden Fall mit dem Grubber mal drüber jagen. Und ansonsten müssen wir mal schauen, was jetzt die Woche noch so geht. Jetzt drei Folgen Minibrunnen. Wir haben weiterhin keine Aufträge. Das ist irgendwo alles safe. Im Wachstum. Nice. Ich glaube, da müssen wir noch einen da, ne? Gerste. Jo, dann spulen wir den direkt, würde ich sagen. Weil. Ja, ansonsten haben wir ja nichts zu tun, ne? Ist richtig soweit. Wir können höchstens dann die Silage, müsste dann wahrscheinlich demnächst noch weg. Die ist dann halt fertig gegärt. Gerste ist andereif. Unser Gewächshaus ist auch noch safe. Weil da könnten wir eigentlich eine Tour Wasser fahren vorher. Ne, Gerste ist immer noch andereif. Das Gras wäre wieder andereif. Das ist auch noch nicht fertig. Die braucht noch einen Dach. Und das, den an der Auftrag haben wir mal ganz gediegen verpasst, ne? Hier hat man noch einen. Feld 10, wo ist denn das? Ob, den machen wir. Auf ganz entspannt mit unseren eigenen Maschinen, ne? Der ist ja gleich ums Eck da oben, Feld 10. Mach mal einen anderen Auftrag, bevor wir jetzt unser Zeug dreschen. Problem ist bloß. Ja, wir können aber ohne Schneidwerkswagen fahren. Theoretisch. Weil. Ach, soll schiffen, ne? Da müssen wir uns beeilen. Weil es ist ja nur Feldweg, was wir fahren. Heißt, wir können aus meiner Sicht. Schön spannend.
ohne Schneidwerkswagen da hochfahren. Wenn wir unten rausfahren, müssen wir jetzt bloß hier rauskommen. Genau, da scheitert's. Gut. Dann doch Schneidwerkswagen. Fuck. Zeit verschwendet direkt wieder. Und wir fahren da raus. Warte mal. Haha. Fahren einfach da raus. Wir fahren halt wirklich nur Feldweg. Da habe ich jetzt tatsächlich gar keine Bauchschmerzen, da so schnell mit ohne Schneidwerkswagen hochzufahren. Feld 10 ist ja da oben gleich. Das eigenes Feld muss noch irgendwie warten. Für ein Tausender ist zwar wegen heftig. Nur ein Tausender, aber für das, dass es gleich ums Eck ist und wir ja die Maschinen da haben, können wir es auf jeden Fall machen. Oh shit. Oh shit, das ist Kacke. Ich glaube, zurückfahren tun wir dann auf ganz entspannt mit Schneidwerkswagen. Fahren wir mal schnell übers Nachbarfeld. Weil das ist dann doch ein bisschen heftig. Abfahrt. Streuen. Und dann dreschen wir. Lohndreschen. Machen wir direkt schnell das. Das Bild. Bild des Tages. Und jetzt wird Lohn gedroschen. Schön mit unserem Ducano 320. Schöner Drescher. Finde ich einen richtig schönen Drescher. Weil hängen wir den Schneidwerkswagen hinten am Kipper dran und ziehen den damit hoch einfach. Das Problem ist, das Einzige, was mich bei dem Ducano wirklich stört, ist, dass halt der Schneidwerkswagen hinten nicht so wirklich dran passt. Der hat da übelste Probleme mit. Weil der hinten so weit reingeht. Irgendwie. Aber gut. Ist kacke, aber ist jetzt auch nichts absolut Dramatisches. Ist jetzt auch nichts, wo die Welt dran untergeht. Fahren wir noch spontan hier einmal rum. Und dann fahren wir die langen Bahnen. Dann fahren wir generell die Bahnen. Lang sind sie eh nicht. Schauen wir, dass wir die Folge noch schnell den Kipper gleich zurecht machen. Wenn wir einmal rum sind. Schön Gaschedrescher. Unsere Gasche können wir erst morgen dreschen. Also in-game morgen. Und wie Sie sehen, sehen Sie oben an der Wettervorhersage, dass der Regen auch schon wieder Geschichte ist. Also alles richtig gemacht. So.
Dann docken wir jetzt hier die Bahn noch schnell an und dann holen wir den Abfahrer hoch. So. Moment, großen. Ah, müssen wir das Simple noch anschalten, schnell. 9000 Euro Auftrag. Gehen. Naja, 500 gehen flöten. Ah, so der Simple IC einfach noch. Schnell den Ding noch anhängen. Den Schneidwerkswagen. So. Müsste gehen. Perfekt. Ist jetzt nicht ganz so das Vorbildlichste. Aber ich glaube, illegal ist es auch nicht. Vor allem fahren wir nur Self-Feldwege. Bisschen ungewohnt, wenn das Fortgewicht mit dran hängt. Aber das müsste jetzt alles safe sein. Weil das Gewicht ja noch am 400er dran hängt. Hätten wir von vornherein den Schneidwerkswagen so mitgenommen, dann hätten wir uns auch keinen Stress gehabt, da beim Nachbarsfeld, aber jetzt ist auch schon egal. Wo hängt er denn jetzt? Jetzt haben wir noch. Ich hoffe, der Schneidwagen steht richtig rum. So. Ach, Dach ist noch auf. Egal. Schneidwagen steht richtig. Und dreschen wir jetzt noch ein paar Meter. Ich denke, dass das alles in einen Kipper reingeht. Weil den Drescher geht ja an sich nicht so viel rein. Das war so ein bisschen der Nachteil an der kleinen Dugano-Version. Aber ist jetzt auch kein Weltuntergang. Der Kipper ist ja gleich da. So. Unsere neuen Kipper. Wir können mal kurz den Gebrauchtwaren-Dings gucken. Ach ja, das Horsch DLC ist mit drauf. Das habe ich jetzt auch mit drauf genommen. Ah, ist ja schon länger draußen, also das schauen wir uns jetzt nochmal hier an. Weil, ja, ist halt schon länger draußen. So, andererseits, Freunde, ist die Folge jetzt hier auch zu Ende. Dann würde ich nämlich tatsächlich sagen, wenn es euch gefallen hat,
liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und ja, geht die Woche noch weiter, noch zwei Folgen. Bis dahin, peace out und ciao.